Erschreckend. Die Daten vom RKI sind immer noch nicht in die Datenbank gepostet worden. Das heißt, es gibt heute gar keine aktuellen Daten. Vielleicht ist das Datenaufkommen ja mittlerweile so hoch, dass die Daten da alle nicht mehr reinpassen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr habt es im Bildchen gesehen, klauen oder bauen? Das ist bei mir die Frage. Es ist mir die Tage mal so, ich will nicht sagen, es ist mir aufgefallen, aber ich habe die Tage mal wieder eine Base geklaut. Ja, so muss ich ganz klar sagen. Ich bin ja absolut kein Basebauer, überhaupt nicht. Ihr seht das auch hier. Meine Bases hier sind relativ unberührt. Da fehlt so ein bisschen was. Wahrscheinlich ein bisschen Schmuck am Nachthemd oder unten Gebäude. Und auch bei meinen Kriegsbasen hat sich nicht so ultra viel getan. Ich muss allerdings sagen, diese hier, die ich hier hatte, die hat wesentlich besser gehalten als meine Active Warbase. Wo habe ich meine Active Warbase eigentlich her? Dieses Mal nicht aus YouTube, sondern ich bin einfach auf eine Webseite gegangen. Und zwar gibt es ja ganz, ganz viele Bases, beziehungsweise nicht Bases, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Base-Bauer-Building-Teams. Und ich war bei einem Team drauf, das ich auch ab und zu mal bewerbe, nämlich in diversen Streams. Und zwar ist das Blueprint. Und auf der Blueprint-Seite kann man einfach einen Subscribe-Button klicken. Das heißt also, man muss einfach nur, einfach nur unterschreiben und dann kriegst du umsonst eine Rathaus 13 Base. Ob das jetzt, wenn das jetzt ganz, ganz viele gemacht haben, kann es natürlich sein, dass ganz, ganz viele die gleiche Base haben. Oder aber das ist irgend so ein altes Schätzchen, was sie dann rausschicken. So nach dem Motto, die hält nie. Aber es ist ja ein Rathaus 13 Base, so ist es ja nicht. Und aber dennoch hat sie tatsächlich bei mir nur einmal gehalten, denn wir können mal eben ins Warlock gucken hier. Wir haben gestern verloren. Ich würde sogar sagen, gut verloren. Also der Gegner war wirklich sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Gute Angriffe geliefert. Oftmals tatsächlich Yeti-Smash. So ein bisschen umgewandelt. Meistens mit drei Hexen dabei. So ein paar Supermagier da noch mit drin. Also gar nicht mal schlecht gemacht. Aber dennoch habe ich hier, glaube ich, einmal gedefft. Ich will nicht sagen gedefft, sondern ja, da seht das 0 von 2. Also ich habe natürlich nicht gedefft, sondern ich habe dann doch am Ende verloren. Also die Base hat nicht gehalten. Und ich weiß auch nicht, was man so in diesen Base-Building-Baugeschichten so machen soll, damit wirklich eine Basis hält. Aber meine Base tatsächlich von vorher, die hat einfach ein bisschen besser gehalten, muss ich mal so sagen. Und das war natürlich jetzt erster Versuch hier. Die Base ist so genommen worden von mir, wie sie nun mal ist. Und die kann man natürlich jetzt ein bisschen umbauen, ein bisschen modifizieren. Und von daher war das sicherlich keine schlechte Sache. Aber jetzt könnte ich ja die Frage stellen, wo holt ihr eure Bases her oder baut ihr gar Bases selber? Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich baue seit Rathaus 4, glaube ich, keine einzige Base mehr selber. Denn die werden ja immer größer, immer mehr Mauern, immer mehr Gebäude und eine Rathaus 13 Base, das dauert dann auch mal ein bisschen, ne? Und wenn du dann feststellst, die hält überhaupt nicht, dann hast du die Zeit wieder in den Sand gesetzt für eine Base, wo du meintest, ja, die hält immer und die ist nackig hier, da haben die Gegner Probleme, 2 Sterne zu holen. Und von daher ist das also für mich sehr, sehr mühselig, eine Base zu bauen. Deswegen, ja, ich klaue lieber. Vielleicht sollte ich doch zum Basebauer übergehen. Denn vermutlich musst du dann keinen anderen, sage ich mal, anfließen. So nach dem Motto, deine Base hält nicht. Oder die ich jetzt vom Blueprint bekommen habe, die hält, hat auch nicht gehalten. Also ordert da bloß keine Bases, denn die nehmen ja ab und zu auch mal gerne einen Euro für gebaute Bases ein. Muss man ja ganz klar so sagen. Und du kannst ja eigentlich gar nicht überprüfen, ob es die Base nicht schon gab oder ob die jetzt exklusiv für dich gebaut ist oder was auch immer. Das ist halt in diesem Umfeld ist das halt sehr, sehr schwer auch zu bewerten. Aber ich werde jetzt in dem nächsten Clankrieg auf jeden Fall ja leider wieder meine alte nehmen, werde aber die ich jetzt hatte, so ein bisschen modifizieren. Denn so ganz aufgeben will ich sie ja nun nicht, denn sie hat ja immerhin einmal gehalten. Und von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie meine alte, ich nenne es mal so, meine alte Base noch hält und ich dann die jetzige Umbau, also nicht Umbau, sondern so ein bisschen modifiziere. Mit modifizieren meine ich einfach nur, sich mal Gedanken zu machen, sich die Angriffe anzuschauen, wo kannst du eine Riesenbombe besser platzieren, wo ist vielleicht eine Sprungfalle besser aufgehoben, wo ist eine Luftmine nicht ausgelöst worden, sage ich jetzt mal. Ja, oder
wo müssen vielleicht zwei, drei Fallen auf einmal hin und so weiter und so weiter. Oder auch eine Defensive mal umtauschen. Bogenschützentum gegen Magerturm. Ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist einfach, da muss jeder selber mit sich, das muss jeder selber mit sich ausmachen, wie man am besten dann die Bases so umbaut, dass sie auch Sinn und Zweck machen. Hier zum Beispiel sehe ich die Quellenfalle da unten am Inferno gar nicht mal so schlecht platziert. Allerdings für die Masse hier vom Angriff vom Jack gegen Dam hält sie sicherlich denn doch nicht. Da ist dann doch noch ein bisschen viel auf, auch wenn das jetzt ein Multi ist, aber er ist halt jetzt auch nicht so stark. Queen kann er nicht mehr zünden, hat aber noch einen Magier. Den kann er jetzt eigentlich setzen hier hinten aufs Lager. Macht er auch. Und dann kann er da ganz in Ruhe mit abräumen. Also schön gemacht hier, aber dennoch schön verloren, muss ich sagen. Schön verloren. Hört sich blöd an, ich weiß, aber ist halt so gewesen. Der Gegner hat wirklich gut angegriffen und passt alles. Wir haben ein bisschen Angriffe verbockt, dass ein 13er dann plötzlich einen 10er macht, obwohl ich noch 4 Angriffe im 11er-Bereich auf hatte und so. Aber ich bin auch ein Spätangreifer im Moment und Clash of Clans geht im Moment so ein bisschen bei mir am Rande vorbei. Also ich mache schon das Nötigste, so ist es nicht, aber so ein bisschen geht es bei mir. Es doch andere Tagesthemen gibt bei mir, die überwiegen halt im Moment. Das ist ganz, ganz stark. Das ist vor allen Dingen Familie, kann ich euch sagen. Vor allen Dingen ganz, ganz stark Familie jetzt im Moment. Das ist aber dann der Pandemie zu schulden, sage ich jetzt mal. Denn meine beiden Jungs gehen ja seit geraumer Zeit wieder zur Schule und ihr habt das Geplänkel ja hier in Deutschland. Er erlebt das entweder selber am eigenen Leib mit oder er erlebt das als Eltern und wir erleben es ja nicht am eigenen Leib, aber wir erleben es als Eltern und das ist schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber es gibt hier, was nicht sehr anstrengend ist, es gibt hier 50 Gems für Noppes hier. Ruhen auf Bildergold. Also ich sag das ganz, ganz bewusst. Ich weiß, ich muss noch ein paar Mauern machen, aber die Mauern hier im Nachtdorf, die erledigen sich eigentlich so ein bisschen so nebenbei, wenn man eh alles gebaut hat und da muss halt nur noch Mauern machen. Naja, so nehme ich doch lieber die 50 Free Gems, würde ich mal so sagen, mit. Und wo ich aber noch rauf hinaus wollte, das wollte ich nicht vergessen, weil ich ja heute beim Base Building Clown war. Ich muss mal eben auf Deutsch stellen, denn es gibt natürlich auch wieder Livestreams, Leute. Keine Frage, es gibt natürlich auch wieder Livestreams, nämlich das so ziemlich das ganze Wochenende. Ich habe mir noch 2 Tage ein bisschen Luft gelassen, nämlich den Freitag und den Sonntag, da weiß ich noch nicht genau, was ich wo mache, aber heute Abend beginnend mit dem neuen, 8 Tage später, einen frohen internationalen Frauentag. Das stand da aber noch nicht, als der Frauentag war. Clash of Clans ist auch witzig. Sondern es geht hier um diesen Cup hier, es geht um das Eclipse-Turnier und die Division Supernova ist da gestern schon gestartet mit den ersten Streams beim Noobs und bei Coco und so weiter. Und sehr, sehr schick, 5 gegen 5. Und das Ganze ging jetzt in dieser Woche schon los. Das heißt, gestern ging das los, geht dann heute mit mir weiter. Zwar ein bisschen später, erst um 10 Uhr, aber ich bin ein bisschen eher für euch da, Leute. Kein Thema, können wir ein bisschen schnacken. Und mache aber hier noch einen Angriff. Und dort ist auch als Sponsor das Base-Building-Team von Blueprint mit am Start. Und ja, da habe ich schon meine Werbung ja schon länger am Laufen. Oh, fast eine Mille. Ja. Die nehmen wir mal mit. Mit unseren niedlichen Drachen. Okay. Und die habe ich ja schon ein bisschen länger. Ich will nicht sagen im Fokus, aber schon ein wenig länger auf meinen Schnelltasten, sodass man da eigentlich, wo ist denn eigentlich die Queen? Am rumhampeln. Ich sehe keine Queen. Ach doch, da ist er. Und von daher finde ich das sehr, sehr schick, dass ich dann dort wieder ein wenig. Wieso habe ich denn das eigentlich jetzt gemacht? Warte mal. Was ist denn da drin? Ah, okay, das ist da drin. Alles klar, passt. Passt so, Leute. Alles cool. Passt. Passt so. Wir haben ein paar Mauerbrecher am Start. Und noch ein Jedi hier. Okay. Die lassen wir uns mal noch und dann gucken wir mal, wie weit die denn eigentlich kommen da. Der Yeti ist durch. Wo ist mein King? Oh, der King geht da unten die Flanke entlang. Perfekt.
meine Queen macht dort die gegnerische Queen. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe zwei Drachen am Start. Da muss man das nicht unbedingt haben. Denn ich habe jetzt, glaube ich, gleich den Kampf der zwei Feger gegen mich, oder? Oder täusche ich mich da? Muss ich mal gerade gucken. Ich habe den zweiten Feger jetzt nicht gesehen. Ah, das ist natürlich dusselig. Ich habe den zweiten Feger jetzt gerade nicht gesehen. Okay, dann gehen wir aber hier mal weiter und hauen hier einen Drachen hinter. Und die müssten eigentlich jetzt... Ah, die gehen auch noch nicht ganz auf die Luftabwehr. Ah, die gehen Richtung Luftabwehr, wenn ich die jetzt da setze. Ja, ein bisschen schwierig. Einmal den Warden hinterher. Und wir ziehen hier... Oh, was habe ich denn? Eieieiei. Was habe ich denn da am Start? Okay, das, was ich am Start habe da, Leute, das nennt sich Heilzauber. Auch nicht schlecht. Okay, einmal die Fähigkeit genommen. Dann können wir hier nochmal durchwuten. Und hier unten eigentlich auch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier nehmen wir nochmal einen Frost, weil da noch so eine böse Luftabwehr ist. Die könnten wir eigentlich nochmal frosten dort. Oh, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gift habe ich jetzt mal wieder nicht genommen, aber schnell mal eben die Fähigkeit nehmen hier. Oh ja, der hat jetzt keine Klambo gehabt und ist einfach nur so ein bisschen zum Trainieren. Nichts da. Ihr Skelette entkommt mir nicht hier. Alles im Gift. Perfekt. Okay, dann haben wir hier unsere drei Sterne geholt. Haben wir mal ein bisschen Loot gemacht hier. Und dann bleibt ihr bitte am Kanal dran. Beziehungsweise auch vor allen Dingen an den Livestreams. Denn hier auf YouTube passiert im Moment ein bisschen weniger. Ich schaffe es einfach nicht, mich mal konzentriert 10 Minuten irgendwo so hinzusetzen, um hier mal was Sinnvolles für euch festzuhalten. Aber immerhin habt ihr jetzt ein bisschen Planungssicherheit. Das hat man ja in Deutschland auch nicht. Aber ihr habt jetzt ein bisschen Planungssicherheit, was die Livestreams angeht. Also heute Abend ist ganz sicher ab 10 Uhr Eclipse Cup Supernova 5 gegen 5. Ich bin beim Clan Spätzle mit Soße zu Gast. Am Sonntag das gleiche nochmal ab 19 Uhr dann allerdings. Was wir Freitag und Samstag machen, stimmt gar nicht. Am Samstag, sorry, am Samstag 19 Uhr. Was wir Freitag und Sonntag machen, das weiß ich selber noch nicht. Aber ich werde sicherlich irgendetwas dort streamen. Nur ich weiß es halt im Moment nicht genau, was es sein wird. Aber so ist es richtig. Okay, also nochmal, um das Ganze zusammenzufassen. Den Eclipse Cup hier, Rathaus 5 bis Rathaus 13, also die anderen beiden Divisions hier, Horizon und Nebula, sind jeweils Rathaus 9 bis Rathaus 13 und Nebula ist Rathaus 5 bis Rathaus 9. Ist sicherlich auch sehr interessant. Allerdings habe ich jetzt erstmal, um so ein bisschen ganz piano erstmal reinzukommen, habe ich mir jetzt erstmal die Supernova geschnappt und dann geht das heute Abend los. Also ihr habt Planungssicherheit, klaut ihr oder baut ihr Bases, schreibt mir, wenn ihr wollt, in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst das halt sein. Ich weiß, ihr seid ganz, ganz schlimme und faule Kommentarschreiber, aber vielen lieben Dank für die letzten Kommentare, die ich jetzt gleich noch beantworten werde. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, euer Toto. Clashed.